Oder doch? Man weiß es nicht genau. Da kommt auf jeden Fall so ein Wächter. Da sitzen zwei davon. Da ist der dritte. Wo ist der vierte? Sehe ich nicht, okay. Lassen wir halt mal den Wächter hier kommen. Und ihn töten. Ah, shit. Hat er die Leiche entdeckt, während ich die da weggezogen habe? Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ach, shit. Er geht da hinten rum. Warte. Ich habe da... Genau. Nehme ich doch mal das. Einmal so. Und zack. War jetzt vielleicht bei der Entfernung ein bisschen unnötig. Aber... Naja. Ich bin kein Idiot. Ich bin ja nicht du. Statt mir den Kopfschutz zu verpassen. Los, töte ihn. Aussaugen. Aussaugen. Zieh auf X. So. Jetzt nur noch an den Ghouls vorbei. Am besten natürlich, wenn ich mich hochgeheilt habe. Aber ich speichere mal vorsichtshalber. Fetten hier machen wir so einen Schattenschlag. Ach, shit, noch mehr Wächter. Ich gehe da mal. So. Und finde ich ihn hier auch nochmal. Sehr schön. Ich hoffe, ich überlebe das. So, die anderen zwei sind da ganz hinten irgendwo. Das könnten wir schaffen, wenn er sich jetzt regeneriert. Na los, mach hin. Okay. Das heißt, wir können jetzt wieder ein Schrittchen näher ran. Gucken, wo sie sind. Da oben sind sie. Wir haben auch sonst hier keine Gegner mehr. Wir halten hier die Stellung. Ja, ja, du mich auch. Ich mache hier mal Schattengriff. Und den anderen tun wir dann gleich aussaugen. Vergiss es, ich gehe da nicht rein. Ja, dann mit wem sprichst du denn? Weißt du, das ist wieder so ein unlogischer Dialog. Weißt du, es hat niemand gesagt, dass er da hingehen soll. Keine Chance, wir bleiben hier. Und sagt, ich gehe da nicht rein oder sowas wie, wir bleiben hier. Wer ist wir? Dann Depp ist tot. Vergiss es, ich gehe da nicht rein. Kann ich da vielleicht hoch? Also, jetzt hier so. Wir bleiben hier. Na, damit hast du nicht gerechnet, du Depp, ne? Ich glaube, ich habe auch diese Teleportfähigkeit viel zu wenig genutzt in dem Spiel bisher. Weil die hat ja auch viel Potenzial, um irgendwo hinzukommen oder ranzukommen und so weiter. Und, das habe ich bisher einfach zu wenig genutzt. Das kann man ruhig so stehen lassen. So, wir haben immer noch nur einen Kraftpunkt, das heißt, wir können immer noch nicht auskillen hier, dass wir einen Blutpunkt mehr haben. Rose, okay. Bist du noch da? Nee. Rose, hörst du mich? Ich bin in der Sicherheitszentrale. Okay, dann mache ich es halt alleine. Dann ist er eingepennt. Ungebetene Gäste. Gut, die sind da im Fahrstuhl, da haben wir ein Radio, da haben wir den Metalldetektor. Da haben wir so ein anderes Informationsding, das dann angeht wahrscheinlich. Halleluja. So, einmal. Die Person hat einen unserer Männer ausgeschaltet. Nein. You don't say. Du hast keine Chance. Und einmal erledigen hier. Und dich kriege ich auch. Sehr schön. Jetzt haben wir noch einen, glaube ich, ne? Den können wir auch aussaugen gleich. Ach, hier hätten wir auch rangehen können. Interessant. Das kommt doch ran hier. Und dann sowas hier, weißt du, dass die da einfach so rumhängen und nicht weiterkommen. Los! Beiß rein! Aber ordentlich! So.
Dann können wir jetzt durch den Fahrstuhl hier. Oder auch nicht, weil ich da gar nicht lang muss. Gut, dann gehen wir halt hier drüben lang. Hinter mir fiel die Tür ins Schloss. Aber das war egal. Aus dem Zimmer vor mir konnte ich bereits leise Musik hören. Was denn für Musik? Klaviermusik, aha. Draußen war mittlerweile die Sonne aufgegangen. Und durch die Deckenfenster schien helles und tödliches Licht herein. Aber meine Aufmerksamkeit galt dem Mann, der dort am Klavier saß und spielte. Das musste Steiner sein. Danke, aber ich glaube, ich werde mich lieber alleine mit meinem Gast unterhalten. Nun, du bist weit gekommen für einen Halbvampir. Erschreckend, dass du so einfach durch mein Sicherheitssystem gekommen bist. Ich bin gut, ich hatte Hilfe. Ich hatte Hilfe. Wirklich? Interessant. Darüber müssen wir uns später genauer unterhalten. Aber es interessiert mich brennend, warum du überhaupt hier bist. Sag, was treibt dich in mein bescheidenes Heim? Vampire? Ich würde gerne mehr über Vampire erfahren. Tatsächlich? Nun, das ist durchaus lobenswert, dass du mehr über uns und dich erfahren willst. Fahr fort. Was für Fragen hast du? Was sind deine Kräfte? Gibt es ältere Vampire? Gesellschaft der Vampire? Was sind deine Kräfte? Erzähl mir etwas über deine Vampirfähigkeiten. Ein guter Versuch. Aber ich fürchte, du wirst noch früh genug erfahren, über welche Kräfte ich verfüge. Okay, gibt es ältere Vampire? Gibt es ältere Vampire als dich? Mit Sicherheit. Wenn mich die Welt etwas in den vergangenen Jahrhunderten gelehrt hat, dann, dass nichts unmöglich ist. Aber ich glaube, dass es dir ausreicht zu wissen, dass ich der älteste und mächtigste Vampir in der weiteren Umgebung bin. Das glaube ich nicht. Gesellschaft der Vampire. Erzähl mir etwas über die Gesellschaft der Vampire. Die Vampirgesellschaft? Ah, ein sehr umfassendes Thema. Zu meinem Bedauern gibt es keine richtige Vampirgesellschaft. Jeder von uns hat leider einen sehr gesunden Egoismus, der ihn davon abhält, mit anderen so etwas wie eine Gemeinschaft zu bilden. Jeder von uns ist der geborene Einzelkämpfer. Es gibt lediglich einige gemeinsame Richtlinien, wie die Unkenntnis der Menschen zu bewahren. Aber ansonsten ist unsere Gesellschaft pure Anarchie. Ich vermute, dass du vom Sanctuary kommst. Wer sonst hätte dich zu mir geschickt? Dies ist ein einmaliger Versuch. Vampire, die sich gegenseitig unterstützen. Zu schade, dass ich sie zerstören werde dafür, dass sie dich hierher geschickt haben. Ich habe keine weiteren Fragen. Wirklich nicht? Nun dann. Steiner? Bist du Viktor Steiner? Nein! Das ist richtig. Oh. Ich bin Viktor Steiner. Und das ist mein Club. Und es sind meine Sicherheitsmänner und meine Ghule, die du getötet hast. Aber ich nehme an, du hast bereits vorher gewusst, mit wem du es zu tun hast. Alles andere wäre doch überraschend. Ich brauche etwas von deinem Blut. Blut. Hat dich dein Erschaffer allein zurückgelassen? Nun, ich könnte dir einen Platz bei meinen Ghulen anbieten, aber ich bezweifle, dass dich das Angebot interessiert. Das ist richtig. Nun, wenn du mein Blut willst, wirst du mir auch etwas dafür anbieten wollen, oder? Wieso? Ich lasse dir dein Leben, ich habe Informationen, genug geredet. Ich lasse dir dein Leben. Sehr generös. Ich befürchte nur, dass du hier deine Kräfte etwas überschätzt. Oder mich unterschätzt. Ich nehme an, dass du etwas mit den Vorfällen im Museum und bei Geoforge zu tun hast. Nein. Ich gebe zu, dass mich das beeindruckt. Oh, Blooming war ein Schwächling. Aber Vlad hatte Potenzial. Dass ein Halbblut ihn vernichten konnte, ist doch etwas befremdlich. Dennoch unterschätzt du mich da. Ich fürchte, du wirst in mir einen mehr als formidablen Gegner vorfinden. Na dann, nee, Information will ich nicht geben. Ich habe genug geredet. Genug geredet. Ah,
spüre ich da eine gewisse Todessehnsucht? Ausgezeichnet. Dann lass uns beginnen. Na, Halleluja. Wahrscheinlich erstmal alles umzingelt hier. Der Kampf begann und ich wusste, dass er bereits verloren war. Das Sonnenlicht sollte mein Verbündeter sein. Aber Steiner schien dagegen vollkommen immun zu sein. Auf meinem Fleisch brannte die Sonne dagegen wie Feuer. Mein zweiter Tod schien unausweichlich. Gleißendes Licht blendete mich, als Soldaten den Saal stürmten. Ich hatte diese Ausrüstung schon einmal gesehen, bei den Einbrechern im Museum. Die Sonne beeindruckte Steiner nicht, wohl aber der Kugelhagel der Feinde. Steiner ging zu Boden. Das Mündungsfeuer verebbte und unheimliche Stille blieb zurück. Eine leuchtende Silhouette erschien. Ich dachte, dass der Engel gekommen wäre, um mich zu retten. Nein, es schien, dass die Frau den Soldaten ihre Befehle gab. Sie interessierten sich offenbar nur für Steiner. Gut für mich. Ich nutzte die Gelegenheit zu meiner Flucht. Der Gang, durch den die Wachen gekommen waren, schien meine einzige Chance zu sein. Ich rannte und nutzte meine Kräfte so gut ich konnte. Mein Leben hing davon ab. Die Stimmen meiner Häscher wurden leiser und verstummten schließlich. Hier unten würden sie eine Ewigkeit benötigen, um mich zu finden. Hoffentlich. Denn die aufgehende Sonne zwang letztlich auch mich in den Schlaf. Als die Sonne wieder unterging, erwachte ich. Ich konnte nicht verstehen, was im Atlantis passiert war. Gab es Vampirjäger? Rose war der einzige Anhaltspunkt. Wieder einmal. Ich machte mich auf den Weg zum Sanctuary. Na, dann schauen wir mal, was denn so im Sanctuary los ist. Das Sanctuary lag in einem heruntergekommenen Viertel der Stadt, das vor 15 Jahren durch ein Feuer zerstört wurde. Seitdem bot es denjenigen Unterschlupf, die sonst keinen Platz hatten. Sie tauften es The Hole. Rose, hörst du mich? Rose! Keine Antwort. Seltsam. Ach, und bewaffnete Gegner gibt's ja auch noch. Wieso sind die denn jetzt hier? Okay, Männer, verteilt euch und sichert die Umgebung. Ja, Halleluja, es sieht ja super aus. Waren sie wegen des Sanctuary gekommen? Ich musste mich beeilen, um Rose zu warnen. Nicht, dass die schon entführt ist oder sowas, oder getötet. Ich kann die nicht aussaugen. Zudem können sie besonders gut Frontalangriffe kontern. Versuche sie von hinten zu überraschen. Okay. Okay, Scheiße, das kann jetzt nur furchtbar werden. Sondern vorne, an der Front, beim Angriffsteam. Die Penner haben meinen Bruder im Museum getötet. Mich verdammt nochmal schuldig. Bleib ruhig, du hast deine Befehle. Das werden heute nicht die letzten gewesen also sein. Mal nach da hinten gehen, den ersten hier schon mal töten. Aber da im Club ist der dabei, der auf dem Gewissen. So, der erste ist weg. Hier haben wir nochmal ein PDA. Das ist das letzte von denen, glaube ich. So, und nun? Können wir den irgendwie erledigen? Vielleicht mit Schattengriff? Dass er weg ist? Gar nicht wahr, die Leiche ist gar nicht da. Die ist doch verpufft. Vielleicht nicht sofort, ne? Aber sie ist weg. Weg ist weg. Okay, kommen die jetzt hier in die Ecke? Vielleicht? Ich weiß es ja nicht. So, komm mal rüber hier. Hey du da, komm mal rüber. Kommst du, kommst du, kommst du. Ein von uns gekallt. Ich schnapp mir den Blutsauger. Ja, dann komm doch her hier. Ich glaube nicht, dass du mich hast. So viel zum Thema, sie können gut Frontalangriffe kontern. Wir wissen, dass du die vielleicht schon mal eher. Habe so, der ist auch weg. Dass die auch mit einem Schlag sofort hinüber sind. Also, sie haben so eine richtige Panzerung, aber ein Fausthieb und die sind hinüber. Oh oh. Ich hol ihn da raus. Gebt mir Deckung. Kontakt. Jetzt hat die Granate nicht funktioniert. Attackier sie. Oder ihn. Oder was auch immer. So, da hinten sind noch zwei. Stellung halten. Den kriege ich aber nicht einfach so. Den auch nicht. Aber ich könnte. Wir
Ups, das war eine falsche. Shit. Habe ich nicht gedrückt gehalten hier, Mist. Nun habe ich den Salat. Jetzt mal Salat wäre. Ich muss irgendwie noch an die ganzen Deppen hier vorbei. Stellung halten. So vielleicht? Die Fledermaus ist da hinten. Ich bin keine Fledermaus. Ich bin Scheiße, nicht Batman. Töte ihn, verdammt, weiß. Er steht da und macht einfach nichts. Und. Okay, jetzt sind wir zum Thema. Sie können gut Frontalangriffe kontern. Ja, jetzt können sie es. Oh, shit. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause und wir machen dann beim nächsten Mal an dieser Stelle einfach mal weiter und schauen mal, wie wir zum Sanctuary kommen und so weiter und so fort und schauen mal, was hier los ist, ob sie tatsächlich all unsere Bekannten hier auch erschossen haben oder Jagd betrieben haben und was auch immer. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seht mir dann beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ja. Ne? Bis dann.